Zollstock. Eins Zollstock. 1,50 Meter. Na, Matze? Nee. Was soll das heißen? Nimm's nicht persönlich, Lutze. Alles gut. Jetzt. Hallo Borgheide, hallo Welt. 1,50 Meter ist er von mir weg. Ja, wie heißt es heutzutage so schön? Besser ist das. Ne? Naja, wir schauen mal. Wir haben auch hier ein Mikrofon. Wir klüngeln heute nicht so direkt vor der kleinen, vor dem kleinen Okular direkt zusammengekuschelt oben am Schreibtisch. Wir nutzen die Sonne heute mal für eine Außenreportage. Genau. Und jetzt sitzen wir hier in der Sonne. Hier ist wirklich schön. In der Sonne. Mit 1,50 Meter Abstand und gucken uns die 12. Verordnung gegen Corona an. Wichtig dabei, ihr müsst jetzt daran denken, dass wenn ihr spazieren geht, euren Ausweis mit rausnehmt. Abstand 1,50 Meter. Maximal 2 Personen oder aber in Familie geht's. Wie viel seid ihr denn zu Hause, Matze? 12? Ja, ein Viertel davon. Ich bin einsam. Fast. Fällt mir jetzt auch ein Spruch ein, lasse ich jetzt. Ja, komische Zeiten. Wie es in Borgheide aussieht, wenn der Lutze das nachher hinkriegt, aber der kann das, blendet er hier mal ganz kurz ein Video von Borgheide über. Borgheide zum Sonntag. Heute ist Montag. Und das war Sonntag. Und das sieht schon komisch aus. Ja, Borgheide zum Sonntag war das eine. Seid froh. Zum anderen muss ich sagen, dass es diese sozialen Medien gibt, wo doch die eine oder andere Nachricht sehr schnell verbreitet werden kann. Und eine Bitte auch, lasst sie nicht zu asozialen Medien verkommen. Pöbel da nicht rum, beschuldigt nicht irgendwelche Leute großartig. Denn mit diesen Nachrichten verstopft ihr natürlich den Platz für die wichtigen Nachrichten. Und nicht nur das, auch auf der Seite Borgheide hilft, die wir ja eingerichtet haben, um hier wirklich den Borgheidern zu helfen, denen die Hilfe geben wollen und denen die Hilfe empfangen müssen. Bitte nicht zumachen mit irgendwelchen Sachen, die ihr vielleicht als wichtig erachtet. Das geht alles über den Bürgermeister, der koordiniert die ganzen Hilfen. Ihr könnt euch dort anbieten und wartet einfach, was da kommt. Oder ruft den Bürgermeister auch direkt an, wenn ihr genau hilfsbereit seid und nicht bei Facebook seid zum Beispiel und ihr es nur über YouTube seht. Denn da blendet der Lutze gleich hier nochmal die Telefonnummer vom Bürgermeister ein, macht wo er denn erreichbar ist. Und die ist auch auf sein Handy weitergeleitet, hat er gesagt. Mhm. Genau, nutzt die Medien, bleibt mit den Familien in Kontakt, so es geht. Nehmt mal WhatsApp, macht mal eine Videoaufnahme. Und recht herzliches Dankeschön, wollen wir auch nochmal sagen an der Stelle, an die Richtung Amt Brück, wo der Marco Köhler auch unermüdlich drauf und dran ist, die aktuellsten Nachrichten rund um die Uhr uns zukommen zu lassen, in unsere Kanäle zu teilen. Also auch ein herzliches Dankeschön für eure Einsatzbereitschaft dort im Amt. Und ich denke mal, zurzeit wird da die ein oder andere Überstunde auch fällig werden. Und wir wünschen euch auch dann Richtung Sommer die Zeit, die wieder abzubauen. Ja, schauen wir mal, wie lange das Ganze geht. Jetzt haben wir es erstmal für die nächsten 14 Tage. Dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Können wir heute noch nicht sagen, kann glaube ich keiner sagen momentan. Ist schon komisch, die Situation. Hatten wir noch nie im Leben gehabt. Matze, hol dir keinen Sonnenbrand. Pass auf, aber die Sonne scheint, auch wenn es draußen ein bisschen kühl ist. Klaus, mit der Überleitung, genau. Nutzt die Zeit, haltet die Nase in die Sonne. Wir in Borgheide und Umgebung haben natürlich ein bisschen Glück mit dem... halt die Klappe da. Jetzt sitzt er mit zur Wette, kann ja nicht hinhauen so richtig. Nutzt die Zeit, geht raus für die Tür, haltet die Nase in die Sonne, das ist ganz wichtig. Und hier bei unseren Grundstücken haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns hier draußen zu betätigen. Der Lutze, der baut eine ganze neue Küche, dann schmeißt er seine Frau raus, habe ich gehört. Endlich, hat er gesagt, höre ich laut. Ja, weißt also Friseure recht? Haben ja zu alles, was mit Körper zu tun hat, Physiotherapie. Darf noch. Dürfen noch. Und Ergotherapie auch. Habe ich da irgendwas gelesen noch, wohin war, da müsste ich noch mal reingucken. Aber, aber Baumärkte haben auch weiterhin offen, Lebensmittelmärkte haben weiterhin offen, Tankstellen haben weiterhin offen, Apotheken haben weiterhin offen. Also für alle die, die nie so richtig raus wollten, das ist eure Zeit. Ja, zum Spazieren gehen, die raus wollten, wo raus? Nie raus wollten. Nie raus wollten, jetzt könnt ihr drin bleiben, ja. Jetzt könnt ihr drin bleiben. Und wir schauen, was uns immer so ab und zu Dummes einfällt, um euch zumindest mit YouTube ein bisschen bei Stange zu halten. Matze, du hast immer dumme Ideen, ne? Ja, meistens. Die gehen mir im Moment gerade aus. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Ach, das kriegen wir schon hin. Ja. Wir lassen uns was einfallen. Irgendwas fällt uns schon. Dein Zettel ist übrigens runtergefallen. Ja, der ist jetzt auch alle. Das ist in meinem Garten. Ja, wir brauchen gar nicht viel erzählen. Fußball gibt's nicht. Matze, auf die Wetterleiter.
Auf die Wetterleiter. Ja, Lutze, ich habe hier schon mal was vorbereitet, was du hier einblendest. Und so wie es hier aussieht heute, bleibt es die ganze Woche natürlich nachts bis minus 4 Grad. Heute Morgen waren es, glaube ich, so minus 5 bis minus 6 an der einen oder anderen Stelle. Tagestemperaturen im mittleren einstelligen Bereich 4, 5, 6, 7 Grad. Mehr wird es da, glaube ich, nicht. Aber wenn man hier in der Sonne sitzt, ist es schon sehr schön angenehm. Ja. Muss ich echt sagen. Aber Regen ist schattig. Regen und Niederschläge an sich kommen erst innerhalb nach 7 Tagen, also in der nächsten Woche. Da wahrscheinlich etwas vermehrt wieder nach der jetzigen Prognose. Aber stört mich jetzt im Moment nicht. Das ist ja noch eine Woche hin, wer weiß, ob es so bleibt. Ja. So, das Gut. war das Wetter. Willst du noch irgendwas hören? Nö. Nö. Ja, ansonsten ab Mittwoch verteilt der Bürgermeister dann die Karten, die er mit Jakina zusammen entworfen hat, mit dem Hilfsbereitschaften-Team in Borkheide. Das heißt, alle Borkheider ringsherum kriegen dann die Informationen, auch die nicht bei Facebook sind, wie die Hilfe hier am Ort abläuft. Genau. Und wer hier einen Corona-Song sich selbst ausgedacht hat und den trällern möchte vor Borkheide News TV, der meldet sich, der darf bei mir am Zaun stehen und der nimmt das auf. Und für die Öffentlichkeit singen. Ich weiß nicht, ob das die Zahlen vom Kanal jetzt eher nach oben oder nach unten treiben würde. Versuch wäre es wert, ne? Ja, Versuch wäre es wert. Caramba, Carajo, Corona. Corinna. Corinna. Okay. Caramba, Carajo, ein Bier. Gut. Das war's. Bevor wir uns einen Sonnenbrand holen, wir werden uns wieder melden, sobald neue Nachrichten da sind oder sonst am Montag. Schlaf gut, Matze. Tschüss, Borkheide, bis demnächst. Sagt euer Lutze und der Matze. Ciao. Tschüss.